Die Caritas Oberösterreich steht auch in der aktuellen Corona-Krisensituation jenen Menschen zur Seite, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Manche Dienste mussten wir auf Anweisung der Behörden etwas zurückfahren. Aber wir sind trotz Abstand für die Menschen da, die unsere Hilfe brauchen. Manchmal am Telefon oder über das Internet. Über 3.300 Mitarbeiterinnen der Caritas Oberösterreich betreuen ca. 40.000 Menschen pro Jahr. In der Pflege, in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung, in der Unterstützung für Kinder und Jugendliche und für Menschen in Not. Ich danke allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen enormen Einsatz in dieser Krisenzeit. Danke, dass ihr den Menschen, Kindern und Familien Halt gebt in dieser Zeit der Verunsicherung, der Sorgen und Ängste. Danke, dass ihr alle einen Beitrag dazu leistet, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Wir erleben herausfordernde Zeiten. Danke, dass ihr unseren Klientinnen und Kundinnen nahe seid und das teilweise trotz Abstand. Ich danke allen Mitarbeiterinnen, die in dieser Krisensituation bereit sind, wenn es zu Schließungen kommt bzw. das Auftragsvolumen zurückgeht, ihren Urlaub und ihren Zeitausgleich abbauen. Und vor allem danke ich jenen Mitarbeiterinnen, die auch bereit sind, Kurzarbeit anzutreten. Herzlichen Dank dafür. Danke, dass ihr auf Zeit andere Aufgaben übernehmt. Danke, dass ihr solidarisch anderen gegenüber seid. Und vielen Dank, dass ihr auch für andere einspringt.